Papst Franziskus ist zu einem Besuch in der Mongolei eingetroffen. Der 86-Jährige wurde auf dem Flughafen der Hauptstadt von der mongolischen Außenministerin und Geistlichen begrüßt und erhielt als Willkommensgruß getrockneten Joghurt. Es ist das erste Mal, dass ein Papst in dem Land zwischen Russland und China zu Besuch ist. Auf dem Programm stehen offizielle Treffen mit dem mongolischen Präsidenten und weiteren Politikern. Franziskus trifft aber natürlich auch Kirchenvertreter. Jetzt muss man sagen, dass es in der Mongolei insgesamt nur 1450 Katholiken gibt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.